Hallo. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Wir haben heute Samstag und ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen. Ich habe mir gerade ein Gesicht gemalt. Ich sehe, glaube ich, ein bisschen frischer und positiver aus als beim letzten Mal, denn wir haben seit gestern Morgen kein Fieber mehr, also Hayley auf jeden Fall nicht mehr. Und dementsprechend geht es mir auch wieder viel besser, nur es ist jetzt so, dass ich total die verstopfte Nase habe. Aber ich kann natürlich mit sowas besser umgehen als die kleine Maus, denn ich schnutter mir die Nase und weg ist der Dreck quasi. Ich trinke gerade meine zweite Tasse Kaffee. Ich habe heute Nacht das letzte Mal auf die Uhr geguckt, da war es 2:50, glaube ich. Also ich war sehr, sehr lange wach. Ich habe nämlich YouTube-Videos geguckt, das mache ich zu gerne, wenn ich nicht schlafen kann. Und auch so, um einfach abends im Bett runterzufahren. Na, kleine Maus, hast du Papi gerade besucht? Ralf ist jetzt nämlich gerade duschen, der muss jetzt gleich zur Arbeit. Und genau, ich trinke meinen Kaffee, habe heute Morgen schon mit Hayley hier alles aufgeräumt. Und werde jetzt gleich zu Ikea mit der kleinen Maus. Ich brauche noch so 2, 3 Mädchenkram-Deko-Sachen, die Frauen unter euch wissen. Man hat so 1, 2 Sachen, die man braucht und kommt mit einem riesen Körbchen wieder zurück. Hier ist jemand gerade richtig schmusig. Hi! Sag mal, zeigst du deinen Nacki-Bauch? Was ist denn hier los? Ja, du darfst nachher vloggen. Das ist jetzt natürlich auch total in, immer die Kamera zu nehmen. Ich wollte eigentlich, ich habe das eben schon total, gesucht, aber ich finde es nicht. Ich wollte nämlich die Spielzeugkiste von Hayley, die dürfen wir ja zurzeit testen. Hatte ich euch ja letzte Woche, glaube ich, gezeigt. Da hatten wir ja den kleinen Kuchen und was war das noch? Hier den Zug und das dritte Teil. Was haben wir noch? Huch. Ach genau, den Schmetterling da hinten in der Ecke. Ja, und ich wollte das Paket jetzt mitnehmen und ich hatte ja ihr Kinderzimmer aufgeräumt. Wer kennt's? Hände hoch. Man räumt so gut auf, dass man es nicht wiederfindet. Jetzt ist der Retourenschein von Hayley verschwunden. Ah nein, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Leute, Gott sei Dank habe ich euch. Ich glaube, der ist noch direkt im Karton. Wartet mal. Ich komme sofort wieder. Geh mal einmal zu Papa, Schatzi. Hier oben müssen wir auch nochmal aufräumen. Hier unseren ganzen Weihnachts- und Babykram. Da möchte ich irgendwie so eine Art Jalousie oder so haben. Da schon wieder eine Mücke. Mama kommt gleich wieder. Und da in der Ecke auch. Denn das sieht immer so doof aus, wenn man hochkommt. Und habe ich Glück, das ist der Karton. Ich komme sofort, mein Schatz. Mal schauen, hier war der Schmetterling drin. Im Karton selber ist nichts. Nee, ich glaube nicht. Doch! Oh, ich freue mich, dann kann ich es ja jetzt doch einmal schnell einpacken. Gott sei Dank. Weil wir haben schon eine neue bestellt. Ich will ja so viel wie möglich testen. So, wie mache ich das jetzt mit Kamera und Karton? Mama kommt schon wieder. Genau, in der Ecke sind nämlich auch noch ganz viele Spielsachen. Das haben wir gestern da auch nochmal reingedrückt. Müssen wir nochmal in Ruhe alles aussortieren und da kommt ja auch noch viel von dem Flohmarkt dazu. Und dann hatte ich mir jetzt bei Amazon bestellt. Ich bin so ein Amazon, wie auch immer. Junkie, Leute, das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe mir da vor einiger Zeit den Little Locker gekauft. Das ist quasi so ein Angel Care wie für Kleinkinder, Babys. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wovon ich spreche. Das sind diese typischen Windeleimer. Es gibt ja diese Standarddinger von Ikea und jeglichen Marken. Und Angel Care ist eigentlich eine Marke, die ist sehr, sehr bekannt. Und den haben wir. Und ich schwöre auf den. Schatzi, ist sie bei dir? Hayley? Was machst du? Mama kommt. Auf jeden Fall habe ich beim Rumstöbern auf Amazon diesen hier entdeckt. Denn es war immer so anstrengend. Und ich finde, im Sommer riecht auch Katzenkot extrem. Selbst wenn man es in die Mülltüte packt, man muss es sofort immer rausbringen.
Und der hatte so viele Bewertungen. Und ich sag euch, Leute, ich packe ihn euch unten in die Infobox an alle Katzenliebhaber. Das Ding ist Gold wert. Ich habe bis jetzt erst einmal erst dieses Tütchen da drin gewechselt. Das heißt, hier oben kommt der Schmutz rein, also die Toilettengeschichten. Und dann macht man einmal mit einer Hand, das ist ganz toll, Jule, einmal so und dann flutscht alles unten rein. Dann machst du zu und es ist absolut geruchsneutral. Und ihr seht ja selber, wie klein das kleine Teil hier eigentlich ist. Und hier ist dann schon die kleine Schaufel mit dabei. Und das steht jetzt hier und erleichtert mir einfach das Leben. Denn bei 3 Miezen, ich meine, da weiß man ja schon, was sich da so ansammelt. So, den dicken Klumpen nehmen wir jetzt auch mit. Der eine liegt hier auch schon. Da. Da kam gerade Reifen nackig um die Ecke. Schatzi, das lasse ich drin mit deinem Astralkörper. Gib mir mal den Karton einmal, Schatz. Genau. Und dann die Ente. Den Schmetterling. Da, den Schmetterling einmal bitte. So. Und dann können wir das alles wieder ordentlich hier reinpacken, ne? Hier ist alles drin. Wow. Ist natürlich schlecht jetzt, ne? Passt nicht. Jetzt zählen wir mal einmal, ob hier alles drin ist. Aber eigentlich müsste, ne? Oder hast du, kleiner Schlawiner, da wieder was rausgeholt? 1, 2. Hast du ein Schnodderli? Gib mir einmal ein Taschentuch. 6. Nein. Oh. Messerschere, Licht. Dürfen kleine Kinder nicht. Komm her, Mama. Und Karacho. Mama. Super. Zack. Haley, geht es schon viel, viel besser. Aber natürlich hat sie noch Schnupfen. Ne? Ja, rein. Super. So, jetzt habe ich mich verzählt. 2, 4. 5, 6. Warte mal, Hase, was hast du dir da jetzt gemopst? Den lass mal einmal da drin. 2, 4, 6. Hör auf, mich durcheinander zu bringen. 2, 4, 6. 2, 4, 5. Es fehlt eine Erdbeere. Wir müssen uns auf die Suche begeben. Es fehlt eine Erdbeere. Die sind alle da. Mäuschen. Es fehlt eine Erdbeere. Ohne Witz jetzt. Oder hast du die bei der Eisenbahn reingemacht? Och nö. Lol. Ich hab sie. Einmal abschrauben wieder. So. Den. Kann man den auch abmachen hier? Was ist gerade dran? Der war fest. Und dann kommt das Endchen so wieder rein. Oder auch nicht. Aha, den auch abmachen. Du bekommst nächste Woche was Neues, okay? Haley hat wirklich jeden Tag damit gespielt. Jeden Tag. Nein, Haley, nein. Hinlegen. Oh, oh, oh. Damit spielen wir ja wohl nicht, ne? Kleine Maus. So, hier gucken wir auch nochmal rein. Huch, da fliegt mir schon alles entgegen. Das müssen wir schön ordentlich machen, ne? Natürlich möchtest du jetzt damit spielen. Guck mal, die Einzelteile waren alle hier in der Tüte. Die beiden Fahrer. Aus. Zieh mal aus. Papa ist arbeiten. Papa ist arbeiten. Ja. Papa Malo. Papa Malo. Mama braucht auf jeden Fall so ein zweites. Die Serie haben wir. Was machst du da? Hast du eine neue Halskette? Schick. Ab. Du bist aber ab. Wieder ab. Bitte sehr. Hui. Kuckuck. Oh, oh. Das war's mit dem Eis. Ja.
nicht schlimm. Mhm. Ist nicht schlimm. Mhm. So was passiert. Eis. Ja, das war ein Eis. Mhm. Nee, ist runtergefallen, Schatz. Ja. Ist runtergefallen. Guck mal, das Mädchen schläft. Das Mädchen schläft. Siehst du das auf dem Arm? Aus. So. Haja. Ja, mein Schatz, mach das Baby Haja, ne? So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Und Hayley macht jetzt als allererstes Mittagsschlaf. Ja, unten sage ich schon, draußen geht gerade die Welt unter. Hayley guckt sich das Spektakel gerade noch an. Ich bin außer Atem, weil ich gerade 3 Milliarden Mal hoch und runter gerannt bin. Mäuschen, richtig hinstellen bitte. Und wenn Hayley gleich schläft, mache ich mir erstmal einen Kaffee. Tada! Das Kind schläft, das ging auch richtig fix, die war richtig kaputt, vom IKEA-Event. Und die wollte ich euch auch noch einmal zeigen, denn ich habe mir gestern neue Puschen gegönnt. Die sind so hübsch und so saubequem, Leute, ohne Witz. Sieht zwar ein bisschen aus wie so ein Oma-Schuh, aber das wird ja wieder trendy, Andy. Die sind roséfarben und dann sind da ja so Blüten drauf und Häuschen, Schmetterlinge habe ich, glaube ich, auch schon gesehen gehabt. Also total das schöne Muster. Ich bin ja sowieso so ein Verpackungsopfer, egal was es ist. Und die Marke ist Björndal. Ja, ich habe erst gedacht, dass das dieser harte Gummistoff ist, aber das ist wirklich sowas von flexibel und bequem. Und auch wenn man reinsteigt, ich gehe wirklich auf Wolken. Die sind mega, mega cool und die sind vor allem auch sehr, sehr günstig gewesen, finde ich. Ich glaube, ich habe bezahlt 12,99 € oder 12,90 €. Unten, ja, sind die ganz schlicht weiß. Ich muss mir da noch ein bisschen Haarspray ransprühen, weil die sind auf dem Laminat und auf den Fliesen schon ein bisschen rutschig. Und damit ich auf Nummer sicher gehen kann, werde ich die nochmal einsprühen. Es gibt keine Hose, die ich mehr verabscheue eigentlich, wie die ich anhabe. Die habe ich mir mal bei Zara geholt. Die hat irgendwie um und bei 20 € oder so gekostet. Ist saubequem, keine Frage. Aber die zieht so viele Fussel an. Guckt euch das mal an. Also dagegen sind Katzenhaare auf einer Hose wirklich eine Glatze. Da haut Paul auch gleich schon ab. Auf jeden Fall, ich wollte euch jetzt einmal zeigen, was ich bei IKEA eingekauft habe. Ist nicht viel, aber ihr kennt das ja selber, die Damen unter euch. Kleinvieh macht auch Mist. Mega niedlich. Natürlich Dekorationa. Ich und keinen grünen Daumen habe diesen Blumentopf mitgenommen, inklusive diesem Blümchen. Bei IKEA stehen ja nie die Preise drunter. Ich glaube, hat gekostet 5,99 €. Also ist schon ein starker Preis. Aber davon halten sie ewig. Von diesen Töpfchen habe ich gekauft 4 Stück. Das ist so ein Anthrazitton. 1,99 €. Der hingegen war wieder super günstig. Einen zweiten Zahnputzbecher. Dann habe ich gekauft für unsere Lampe. Die ist leider beim Umzug kaputt gegangen. Also der Fuß auf jeden Fall. Und jetzt habe ich so einen Standardfuß, würde ich mal behaupten, gekauft. Apropos, der nette Mitarbeiter von IKEA hat mir noch so einen Verkleinerungsteil mitgegeben. Ich hoffe, das funktioniert, denn wir haben echt einen großen Lampenschirm. Und ich glaube, dieser Drehverschluss von dem Lampenständer, also da, wo der Lampenschirm raufkommt, ist viel zu schmal. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ich freue mich. Kommt auf meinen Schreibtisch. Dekopflanzen. Und das sind die anderen Töpfe. Einer steht unten schon in der Küche, inklusive einer zweiten von diesem Blümchen hier. Und dann nochmal diese. Ich finde die immer am schönsten. Habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Und ja, ich finde Grau irgendwie schöner auf den weißen Kommoden. Mal gucken, ob das so aussieht, wie ich es mir gedacht habe. Ach, hier ist das Stativ. Habe ich die ganze Zeit gesucht. Und zu guter Letzt einmal Teelichter. Wie soll es anders sein? Ein IKEA-Besuch ohne Teelichter zu verlassen, wäre wirklich eine Frechheit. Und die kannte ich noch nicht. Und ich finde den Duft wirklich phänomenal. Brombeere. Ihr könnt hier mal einmal schnuppern. Die sind schon offen, weil Hayley war so freundlich und hat sie im IKEA schon mal einmal auf den Boden geschleudert, damit ich halt zu Hause nicht mehr das Problem habe, sie aufzumachen. Motti ist erwacht und wir essen jetzt. Es gibt heute Hühnchen und dazu Rosmarinkartoffeln. Und eigentlich wollte ich jetzt Knobi-Soße dazu essen, aber wow, leider ist die alle. Wow! Ja, und was ist Hayley? Genau das Gleiche. Nur ein klein. Und Hayley hat noch das Kissen im Gesicht. Bist du süß? Huch! Mmh, Schmackofatz.
Das schmeckt gut, ne? Okay, das ist ein kleiner Einblick, wie es gerade aussieht. Ich wollte mir jetzt nämlich gleich einmal die Lampe hier schnappen. Die werde ich nämlich bei IKEA umtauschen, denn ich zeige euch einmal noch, was ich gefunden habe. Nämlich diesen Lampenständer. Da war nur der Lampenschirm kaputt und den hatten wir nämlich noch unten im Keller. Und jetzt brauche ich nur einen, ja, anthrazitfarbenen Lampenschirm, aber einen kleineren. Und dann sieht das momentan so hier aus. Und wisst ihr was? Unten, es gibt jetzt graue Cubes bei IKEA. Die brauche ich unbedingt für hier unten. Und da kommt nochmal so ein Schranksystem rein. Und dann nimmt das Ganze hier Form an. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so, so vollgefuttert, Leute. Ich platze aus allen Nähten. Wir haben es uns jetzt hier gemütlich gemacht. Einmal Apfelchips essen wir. Ich trinke jetzt einen Kaffee, beziehungsweise das ist mittlerweile ein lauwarmer Kaffee, weil er ein bisschen stand wegen dem Mittagessen. Und Heidi und ich spielen jetzt noch Hase Hüpf, bevor wir Richtung IKEA fahren. Ich weiß, das klingt jetzt verrückt. Ja, wir spielen, mein Schatz. Das klingt wirklich verrückt, aber mir lässt das uns keine Ruhe. Ich möchte das jetzt am Wochenende fertig haben und von meiner To-Do-Liste streichen. Ja, du darfst das machen. Hey, die ist jetzt auch schon angezogen. Jetzt hat sie was anderes an. Das andere Oberteil muss ich waschen, wie eigentlich jeden Tag. Mittlerweile ist es so, dass ich sie bestimmt locker zweimal am Tag anziehe. Was noch mehr? Ist doch hier, mein Schatz. Hier sind die Chips. Und, naja. Aber das ist halt alles normal, ne? Schmeckt gut? Ja, schön kaum, mein Schatz, ne? Ich bin bei den Apfelchips immer so ein bisschen ängstlich, weil die schon ziemlich hart sind. Deswegen, ne? Immer Gansuche. Gansuche ist alles deins, mein Schatz. Genau, eigentlich wollte ich mit ihr jetzt raus, aber bis eben ist ja die Welt untergegangen. Jetzt kommt die Sonne raus, aber jetzt ist auf dem Spielplatz sicherlich auch alles klitschnass. Und wir bleiben jetzt eh nur noch ein halbes Stündchen hier. 20 Minuten. Solange spielen wir jetzt hier noch ihr Puzzlechen. Und dann kaufen wir das fix ein und dann nachher nur baden, runterfahren. Ihr kennt das ja, entspannen. Dann kommt Ralf nach Hause. Und dann machen wir uns einen schönen Tag. Und ich werde heute noch auslosen, wer... Ja, fang an. Entschuldigung, Mama ist auch nur am Quatschen. Mit welchem möchtest du denn anfangen? Zeig mal, wie das geht, mein Schatz. Na, zeig mal. So geht das? Was ist das? Okay, dann guck mal. Wo sind die Babys? Nein. Wo ist Ihihi? Wow, super! Klasse, mein Schatz. Nummer 1. Und was möchtest du jetzt machen? Affen. Den Affen? Dann gucken wir mal. Da. Bibi? Wo ist Babyaffe? Und wo noch? Wow! Klasse, Schatz. Toll! Ram, sam, sam, ram, sam, sam. Oh, guli, 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 ram, sam, sam. Arabi, Arabi. Oh, guli, 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 ram, sam, sam. Lauter und schneller! Ram, sam, sam, ram, sam, sam. Oh, guli, 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 ram, sam, sam. Arabi, Arabi. Guli, 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 ram, sam, sam. Und könnt ihr noch lauter? Und schnell! Oh, ah, ram, sam, sam, ah, ram, sam, sam. Oh, gulli, 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 ram, sam, sam. Ah, wie, ah, wie. Oh, gulli, gulli, gulli. Toll. Warte so. Jetzt. Ist nicht schlimm, machst du wieder rein. Toll, mein Schatz. Prima. Und welches möchtest du jetzt machen? Hase. Na, dann such mal raus. Wo ist der Hase? Vogel? Was ist das? Ein Huhn. Mama. Ein Mama-Huhn, genau. Und das? Ein Hahn, der Papa-Hahn. Dann such mal raus. Na, wo ist denn das Küken? Wow! Und das andere Küken? Super, mein Schatz. Klasse! Einmal schnäuben. Mama? Mama? Super, mein Schatz. Tupf, tupf, tupf. Das. Supi. Auch. Wow, klasse, mein Schatz. Super. Willst du es daran machen wieder? Toll, guck mal, wie du das machst. Das Spiel ist Hase Hüpf. Jeden Tag wird das gespielt. Wow.
Und sie hat das schon so, so gut drauf. Wirklich ganz, ganz toll. Verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Wuhu! Party People! Ich werde auf jeden Fall heute Abend noch die Auslosung machen für die Nosibo-Verlosung. Genau, da oben ist Nosibo. Ne? Und dann schreibe ich die beiden Gewinner unten hier in die Infobox unter dieses Video. Und schreibe euch dann natürlich auch per Privatnachricht an. Ich hoffe auf jeden Fall dann, dass die Gewinner sich freuen. Na, was möchtest du jetzt machen? Erzähl mal, Hayley, den Leuten, was hast du heute gesehen? Was hast du gesehen? Butter. Ein Butter. Mhm. Und was ist ein Butter? Schreibt es in die Kommentare. Du Süße. So, ich habe es echt gefeiert, als sie das gesagt hat. Bin ich mal gespannt, ob ihr euch denken könnt, was es ist. Möchtest du es nochmal einmal sagen? Quiz, was haben wir gesehen heute? Butter. Ein Butter. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Also ihr Lieben, wir düsen gleich nochmal los. Ja, wir spielen noch, mein Schatz. Wir wollen jetzt nur da einmal Tschüss sagen. Macht euch ein schönes Wochenende. Schaltet übernächste Woche, wäre ein bisschen lang, ne? Übermorgen wieder um 19 Uhr ein. Wir freuen uns auf euch. Machst du Tschüss? Oh Gott, bist du süß. Mua. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Oh Gott, zum Fressen, du kleiner Spatz. Aber so musst du machen. Willst du nochmal einen Endvlog machen? Bitte. 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 Ach, zeigst du dein Spiel? Cool. Du bist ja toll. Das möchtest du zeigen? Bitte. Entschuldigung. Das. Mhm. Ja, ja, das ist Haylys Lieblingsspiel. Hase hüpf. Super. Hallo. Hallo. Hier, zeig in die Kamera, bitte. Musst du in die Hand nehmen, wenn du schon hier den Beauty-Blogger machst. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Wow. Wow, ja, super. Hase auch. Hase auch zeigen. Süß, bist du toll? Da auch. Das hat alles Hayley gemacht. Super. Hase auch. Hase hat Hayley auch gemacht, ja. Da auch. Das machen wir jetzt auch noch, ja. Da auch. Nee, so musst du halten. Jetzt machen wir Löwe, ne? Hallo. Machst du Bye-bye? Bye.